So, und ich vermute mal, wir befinden uns mittlerweile schon im dritten Part der zweiten Staffel von Das Bauen im Blender. An dieser Stelle, ich habe schon eine halbe Stunde jetzt gequatscht, aber ich begrüße trotzdem nochmal hier an diesem dritten Tag jetzt euch als Zuschauer im Speziellen und mich als, Off-Topic-Commentary-Commentator. Und wir sind in der letzten Folge stehen geblieben, hier diesen Fensterrahmen in die Steinmauer zu meißeln oder vielmehr zu schnitzen. Und jetzt kommen da ein paar Verspielungen rein. Das sind quasi, ich weiß gar nicht, wie man das nennt. Das ist so, wenn man so ein Doppelfenster hat, da wo es aufgeht, ist doch immer so ein, irgendwas ist doch da immer. Und das ist das. Ich weiß ehrlich gerade nicht, wie das heißt. So, da tue ich mich da natürlich auch erstmal ein bisschen schwer. Aber funktioniert. Jetzt kommen da nochmal zwei dazwischen, damit ich das Ganze nämlich nach unten ziehen kann. Sieht man jetzt. Flup. Mit C kriegt man übrigens diesen lustigen Kreis um die Maus, um da Sachen auszuwählen. So, zack. Das sind Sachen, wo man sagen könnte, nee, das hättest du jetzt nicht machen brauchen, das ist doch nur unnötig, Faces und so weiter. Aber hinterher wartet mal 10 Minuten ab. Obwohl ich da jetzt ganz ehrlich gesagt zugeben muss, das war Zufall, dass es gut aussieht. Es hätte auch anders aussehen können. Aber das war wirklich sehr, sehr schön. Und draußen fährt die Feuerwehr. Schöner Feuerwehrgenuss hier noch zwischendurch. Das sind quasi wie so eine Art Schienen oder irgendwie so eine Laufschienen, wo dann das Stück Metall vom Fenster, wo es oben und unten zugeht, irgendwie, keine Ahnung, irgendwas. Und da rein kommt jetzt quasi die Mittelstrebe des Fensters. So, wir gucken jetzt gerade von oben drauf. Die Leute, die das nicht wissen oder nicht sehen, da steht links oben im Bildschirm, da steht Top Auto. Das heißt, wir sind in der Top, also in der oberen oder von oben drauf Ansicht im orthografischen Sinne. Also quasi 2D. Es gibt keine Tiefe. Wenn ich das so richtig gesagt habe. So, man sieht, ich lasse da jetzt so einen Spalt offen, wo ich ihn, kann ich mich noch erinnern, gestern habe ich gedacht, ob ich den so offen lasse, naja, ich probiere es jetzt mal, aber es fetzt eigentlich. Ich spoiler schon, ne? Schon wieder, besser gesagt, aber ja, das muss in so einem besonderen Fall dann auch mal dazugehören. Wenn man Sachen weiß, dann kann man sie auch viel intensiver sehen. So, und das geht doch. Richtig schön das Stück Holz dazwischen geschlagen, zwischen der Augen. Und jetzt kann schon quasi die Fensterscheibenhalterung ins Fenster. Bin ich mal wirklich gespannt, was wir noch so für Kram zusammen kreieren werden. Das wird mit Sicherheit ein großer Knaller. Ideen habe ich natürlich einige, also jetzt auch durch die erste Staffel halt inspiriert. Was man alles machen könnte. Aber zum Beispiel in einer Mittelalterstadt hätte man jetzt keinen Bahnhof machen können. Oder Bushaltestellen. Oder, na gut, in der Mittelalterstadt hätte man ein Haus mit Wasserrad machen können. Und so eine Sachen. Aber wir haben ja genügend Zeit und genügend Platz. Wir können ja alle möglichen Einflüsse, Influences, damit reinnehmen. Und gucken, was sich da wie macht und was wie aussieht. So, das ist sehr präzise, auf einen Millimeter muss das alles ganz genau sein, ansonsten gefällt mir das nicht. Aber es ist auch eine wichtige Sache, gerade bei so, ich sag jetzt mal, mathematischen Programmen, rechnerischen Programmen, da muss das schon wirklich auf den Millimeter genau sein. Vor allen Dingen, was die Proportionen angeht. Das ist also mir im Speziellen bei den Türmen das erste Mal so richtig aufgefallen. In der ersten Staffel, wo wir die Türme gemacht haben, oder ich, und ihr zugeguckt habt, ihr faulen Säcke, da ist mir das richtig krass aufgefallen mit den Proportionen.
wie schwer das eigentlich ist, wenn man dann sowas Abstraktes macht. Also jetzt abstrakt im Sinne von, was jetzt nicht halt ein Standardhaus ist. So, Glasscheibe wieder raus, Glasscheibe wieder rein. So, und jetzt haben wir nur den Außenbalken sozusagen, der, ich weiß gar nicht, wie es genau heißt. Also das, was zwischen Fensterrahmen und Fenster ist. Das kommt da jetzt hin. Ich weiß nicht, wie es genau heißt, aber das darf natürlich nicht fehlen. Ja, zurück vom Fenster. Verdammt. Ach ja, es ist ein neuer Tag. Ich habe gestern an der Stelle spontan die Aufnahme abgebrochen, weil ich einfach nicht mehr konnte. Ich war zu müde und musste dauernd gehen. Und so kann man ja nicht vernünftig quatschen. Aber heute bin ich wieder frisch und fix und fertig. Also nicht fix und fertig, aber bereit, wieder mit neuem Elan ranzugehen. Ohne dauernd gehen zu müssen und das dann auch noch versuchen zu unterdrücken. Und da vielleicht dann im besten Fall und so. Und ich weiß jetzt gar nicht mehr genau, was ich da eingestellt habe oder beziehungsweise was ich da jetzt vorhatte. Achso, ich habe nur die Faces geschlossen oder die Edges zu einem Face verbunden oder ja. Ich kann, also kaum, wie lange habe ich jetzt aufgenommen? 46 Sekunden und das ist schon wieder alles völlig vorbei. So, Fenster ist geschlossen. Wunderbar. Es ist ein schönes Fenster, es ist ein besonderes Fenster. Fenster haben mir generell auch schon immer sehr viel bedeutet. Ich weiß nicht, ob ich die Geschichte mit dem Fenster mal erzählen soll in irgendeiner anderen Folge, aber das muss ich dann auch off-topic kommentieren, ansonsten verliere ich da auch wieder den Faden. Ich verliere ja schon off-topic den Faden, wie wird es dann erst, wenn ich nebenbei noch bastle? Jetzt muss ich mal nebenbei, während ich hier ein bisschen die Zeit fülle, überlegen, was ich gestern alles so gequatscht habe noch. Mit der alten Stadt haben wir schon gequatscht, das ist so komisch, wenn man mitten in der Aufnahme dann nochmal neu anfängt, aus welchen Umständen auch immer. Und dann sich nochmal besinnen muss und drüber nachdenken muss, was habe ich da eigentlich nochmal geschwätzt. Aber das sollte wohl gerade so gehen. Ich habe jetzt auch die Musikproblematik übrigens gelöst, wo ich ja gestern noch gesagt habe, ich weiß noch nicht, wie ich das alles mache. Es klimpert natürlich aktuell schon Musik drunter. Aber das wird auch noch, ja, die, ich will fast sagen, die ein oder andere Stunde in Anspruch nehmen, weil ich da noch ein bisschen was vorhab, was Musik angeht und ja, das muss aber vorbereitet werden und das dauert ein bisschen, das so vorzubereiten. Ja, die Katze sagt auch noch was dazu, ich glaube, die will raus, das würde dann die nächste Unterbrechung für die Aufnahme bedeuten. Ich probiere es jetzt einfach mal so, als ob ich tue jetzt so, als hätte ich die Katze nicht gehört. Nein, ich höre dich nicht. Nein. Nein. Nein, ich höre dich nicht. Ich höre dich gerade nicht, nein. Sehr gut. Ja, back to a serious topic oder sowas. Ja, vielleicht irgendwie nochmal ganz zurück zur Planung überhaupt, was ich gedacht habe. Nee, vorher muss ich doch nochmal entschwinden. Was mir nämlich gerade einfällt, was ich danach gemacht habe, nachdem ich die Aufnahme abgebrochen habe, habe ich schon mal 100 bzw. 99 neue Thumbnails rausgerendert. Also was bedeutet Thumbnails, wer das jetzt vielleicht nicht kennt, das sind, wenn ihr auf YouTube die Videos angezeigt kriegt, habt ihr ein Vorschaubild von diesem Video und das ist ein Thumbnail. Und davon habe ich 99 Stück, also von Folge 101 bis 200 gestern schon mal vorbereitend rausgerendert. Mit neuer Farbe natürlich, alle 50 Folgen wechselt ja die Farbe von den Thumbnails, das vielleicht nochmal so angemerkt, das habe ich gestern auch, weil das finde ich ist eigentlich so, dieses Ganze, was hinterher noch dazugehört, das ist so das, was eigentlich, ich sag mal in Anführungsstrichen, am wenigsten Spaß macht. Also ich meine, das ist jetzt keine Aufgabe, wo man groß Spaß dran hat, nach und nach immer die Zahlen da zu ändern und das dann rauszurendern. Das hat auch nichts mit Kreativität zu tun, das ist nur Arbeit im Akkord. Und genauso das Rendern und das Hochladen, das sind alles Sachen, da ja, ist der Computer dann belastet, also gerade was, oder das Internet, die Internetverbindung belastet, gerade was das Hochladen dann angeht oder halt im Speziellen das Rendern. Und man kann halt auch nicht so richtig was schaffen. Weil das Problem ist, wenn ich hier jetzt mit Magix zum Beispiel rendere, dann, gut, das könnte ich glaube ich sogar auch ausstellen.
Wüsste ich jetzt spontan in der Version hier gar nicht, wie das geht in der 2013er. Wahrscheinlich irgendwo ein Häkchen rausnehmen oder sowas. Dass ich dann sage, das Video soll nach dem fertigen Render nicht automatisch starten. Aber da müsste ich ja alle Viertelstunde wieder eine Pause machen mit der Aufnahme und das geht nicht. Das geht mir erst auf den Sack. Von daher muss ich das alles so akkordtechnisch dann nach und nach abarbeiten. Und Titel vergeben, wenn die Videos hochgeladen werden, die den Zeitraum einstellen, wann es freigeschaltet werden muss. Und vielleicht noch was in die Infobox schreiben, was ja auch in den ersten 100 Folgen dann teilweise ein bisschen gelitten hat. Weil das ist echt eine Sache, was will man da groß schreiben? Wenn du, weiß ich nicht, 10 Folgen hast, wo du das Schiff baust und 2 Folgen oder 3 Folgen hintereinander mit, keine Ahnung, den Masten rummachst, kannst du ja nicht dreimal, also, weißt du, wenn du mit den Masten rummachst, nee, aber dann kannst du ja nicht dreimal hintereinander dasselbe schreiben. Ja, heute machen wir die Masten. Und morgen dann, ja, da machen wir die Masten. Aber am dritten Tag ist schön, weil da machen wir die Masten. So, und das ist so. Aber gut, wer liest schon die Infobox? Von daher, warum soll man sich die Mühe überhaupt machen? Schön wäre es natürlich, aber wenn wir mal ehrlich sind. Deswegen Copy und Paste. Die Playlist findet sich natürlich immer in der Infobox. Also nicht die Playlist, sondern die Verlinkung zu den Künstlern oder Download-Seiten auf SoundCloud. Beziehungsweise halt die Namen und oder beziehungsweise Interpreten von dem, was jetzt nicht von SoundCloud ist. Und das kann man da natürlich nachlesen. Da ist auch nach Folgen, hatte ich das, wenn mich nicht alles täuscht, gemacht. Das werde ich auch so beibehalten. Also da steht dann ab, keine Ahnung, Folge 27 ist dann die Musik dabei und ab Folge 100.000 ist dann noch der Song mit drin und so. Und ja, weil ich kann ja nicht immer den Namen des Songs einblenden, da kriege ich ja eine Krise. So. Also gerne, wie ich es machen würde, aber das ist dann doch zu complicated. Noch dazu, wenn das live während der Aufnahme drunter spielt, dann geht das einfach zu kompliziert. Na klar, jetzt, wenn ich es wie in der Aufnahme jetzt nur so drunter lege, dann geht es natürlich gut. Und worüber schwätzen wir hier eigentlich? Was ist das für ein Blödsinn? Darum soll es doch überhaupt gar nicht gehen. Ich erzähle und erzähle, wie mir so der Kopf gewachsen ist, was hier so alles noch mit dazugehört. Das ist aber wirklich generell eine Sache von Leuten, jetzt nicht von allen, aber viele Leute, die halt nur zuschauen, wissen halt häufig nicht, was so an Arbeit noch dahinter steckt oder generell, was so dazugehört. Von daher an der Stelle nochmal eine Anmerkung. Und jetzt muss ich, glaube ich, eine Pause machen. Mal wieder, weil die Katze demnächst Amok läuft, ne? Was ist los? Ja, warte mal. Bis gleich. Ihr könnt ab jetzt gerne die Zeit stoppen. Ich sage, in 5 Minuten werde ich eine Anmerkung dazu machen, dass die Katze vor der Tür steht und quäkt. Die habe ich jetzt nämlich gerade rausgeschmissen. Also sie ist selber gegangen, aber ich habe die Tür geöffnet, weil sie das nicht selber kann. Und in spätestens 5 Minuten wird sie vor der Tür stehen und wieder rein wollen. Ja, so sind Katzen. Aber dafür sind sie ja auch liebenswert. Also nicht dafür, sondern dafür, dass sie so sind, wie sie sind. So, was mache ich denn da gerade eigentlich? Ich muss mich mal wieder auf das Wesentliche konzentrieren. Jetzt verbinde ich gerade die Tür mit dem, mit der Treppe und mit der Wand an der Seite. Damit das da nicht löchrig bleibt und so, dass das alles dann hinterher eins ist. Gerade B-Mesh, was ja in Blender seit, ich weiß nicht, 2.5. 6.0 oder irgendwie so, keine Ahnung, gibt, macht das ja möglich, da wirklich auch mit Triangeln zu arbeiten und also mit Dreiecken oder Fünfecken oder sowas in der Richtung, halt irgendwas Ungerades, weil vorher Blender ist ja eigentlich auf Vierecke, auf Quadrat, also nicht Quadrate, ja Vierecke spezialisiert. Na, wo man jetzt in anderen Programmen alles Mögliche mit Dreiecken zusammenbastelt. Jetzt klingelt das Telefon. Ich kriege ja wohl eine Krise. Wenn das jetzt für mich ist, dann muss ich erstmal rumschreien. Aber ich vermute nicht. Ja, und in anderen Programmen, wie gesagt, jedenfalls mit Dreiecken. Und in Blender wird halt mit Vierecken gearbeitet. Immer auch mal wieder wichtig, gerade wenn man so Sachen sozusagen freihand macht, immer wieder jetzt blenderintern gesprochen, von der orthografischen Ansicht in die perspektivische zu wechseln, um von dem Ganzen eine bessere Vorstellung zu kriegen, weil wie gesagt, man hat in der orthografischen Ansicht keine direkte Tiefe. Es ist alles gleich groß. Es ist sozusagen ja, 2D, wenn man so will. Es gibt keine Tiefe. Also und so. So, ich weiß gar nicht, warum da jetzt so lange Standbild ist, was ich da gemacht habe. Wahrscheinlich an der Zigarette gezogen. Fangt nicht an zu rauchen. Es schadet nur euch und euren Menschen, die drumherum stehen. Ich habe übrigens letztens auch 3 Tage lang nicht geraucht. Das war von Sonntag auf Dienstag.
Also nee, ich habe, glaube ich, sogar Samstag schon nicht geraucht. Dann wären es ja 4 Tage. Ich habe Dienstagabend dann erst wieder geraucht. Es war ein wenig krankheitsbedingt. Vielleicht hört man es auch noch ein bisschen. Ich bin noch ein wenig nasal von der Sprechweise. Aber ich muss zumindest nicht mehr viel husten und nicht mehr viel niesen. Und von daher funktioniert das eigentlich schon ganz gut. Mir gefällt das so gut, dieser Eingang. Was könnte das denn so sein, wenn wir uns das jetzt mal vorstellen? Das könnte irgendwie ein Eingang in ein Spielcasino sein oder irgendwas in der Art und Weise.